Grüß Gott, liebe Leute, ich melde mich mit einem ersten Nachtrag zu meinem Vortrag in Wien am 16. Januar über den Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Wir können bereits konstatieren, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gescheitert ist. Beim Vortrag in Wien sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Scheitern dieses Amtsenthebungsverfahrens eines der Anzeichen sein wird, an denen man den Niedergang der US-Elite wird erkennen können. Also das erste angekündigte Anzeichen für die Niederlage der US-Elite im globalen Elitenkrieg ist bereits eingetreten. Wir können jetzt also aufmerksam verfolgen, ob und wenn ja, wann auch die anderen Anzeichen zu sehen sein werden. Am Ende dieses Videos führen wir noch einmal diese Anzeichen auf und weisen auf ein weiteres Anzeichen hin. Dieser erste Nachtrag betrifft eine Analyse der Ereignisse im Iran durch den russischen Analytiker Valery Piakin, die am 17. Februar vom YouTube-Kanal Fonds konzeptueller Technologien veröffentlicht wurde. Den Link zu diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Diese Analyse bestätigt im Wesentlichen die Vermutungen, die wir aufgrund der symbolischen Ereignisse im Herrn der Ringe in Bezug auf die Ereignisse im Iran und Irak beim Vortrag in Wien angestellt haben. Wie schon in früheren Videos dargelegt, sehe ich die Dinge in einigen Punkten anders als Piakin und mache bei der Zusammenfassung seiner Aussagen entsprechende Ergänzungen. Schaut euch also auch das Original des Interviews von Valery Piakin an. Dies hier ist keine getreue Zusammenfassung von Piakin, sondern enthält zusätzlich meine Kommentare mit abweichenden Ansichten. Wie es aussieht, habe ich mich lediglich in Bezug auf meine Aussage zum Ziel der US-Elite vertan, den Krieg im Nahen Osten eskalieren zu wollen. Laut Valery Piakin ist die US-Elite längst nicht mehr in der Position, dass eine Kriegseskalation nützlich für sie wäre. Es würde sie tatsächlich nur noch mehr isolieren und dadurch noch schneller entmachten. Es ging ihnen in den letzten Jahren schon nur noch darum, irgendwie an ihren Privilegien im globalen Tiefenstaat festzuhalten und sich ihre Rolle als Weltengendarm zu bewahren. Und das entspricht in etwa auch dem Bild des in Minas Morgul am Boden liegenden Orks Gorbak, der sich nur noch zu einem allerletzten Angriff auf Shagrat aufrafft, bei dem er dann getötet wird. Gehen wir die aus der Perspektive des Wien-Vortrags interessantesten Punkte der Analyse Valery Piakins also einmal durch, die im übertragenen Sinne genau diesen Tod des Orks Gorbak, also das zurzeit stattfindende Ende der abtrünnigen US-Elite, verstehbar machen. Zum einen sagt Piakin, dass sich Wladimir Putin während der Ereignisse um den Anschlag auf den iranischen General Soleimani in der Nahostregion, nämlich in Syrien, aufhielt und nicht besonders auf den Anschlag reagierte, um mit seinem Verhalten die Normalität zu demonstrieren, dass er nicht mit einer Kriegseskalation rechnet. Seine Präsenz dort sollte also von vornherein zum Glätten der Wogen und zur Deeskalation beitragen. Dies zeigt natürlich, dass Putin in die Aktivitäten des globalen Tiefenstaats im Iran und Irak rund um die Ermordung Soleimanis eingeweiht war. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum der globale Tiefenstaat Putin einweihen sollte und Putin für diesen genau die gewünschte deeskalierende Rolle spielen sollte, wenn er angeblich doch nicht ein Mann des globalen Tiefenstaats ist. Die Putin-Fans können darüber mal nachdenken. Valery Piakin hebt hervor, dass es bei dem gesamten Konflikt darum geht, dass neben China auch der Iran ein Konzentrationszentrum der globalen Steuerung werden und Europa in dieser Funktion ablösen soll, also nach dem Willen des globalen Tiefenstaats. Ergänzen würde ich dazu, dass dies zur Planung, also der globalen Hochfinanz und seines Tiefenstaats gehört, den gesamten Westen, also die USA und Europa, verarmen zu lassen
und dadurch wirtschaftlich zu entmachten, damit die westlichen Völker nicht mehr über die wirtschaftlichen Möglichkeiten verfügen, die Pläne der Hochfinanz zu durchkreuzen. Die globale Hochfinanz hat sich selbst in zwei Blöcken aufgestellt, die zusammenarbeiten. Da sind der Atlantische Block mit Zentrum in den USA und der Eurasische Block mit Zentrum in Europa. Das Zentrum des Atlantischen Blocks soll von den USA nach China verlagert werden. Dieser Prozess ist trotz des Widerstands der US-Elite weit vorangeschritten. Es fehlt im Wesentlichen wohl nur noch die Besiedelung der chinesischen Geisterstädte durch die Mitarbeiter der globalen Steuerungsprozesse, gegen die sich die Elite bisher ja schon seit Jahren gestemmt hat. Und das Zentrum des Eurasischen Blocks soll von Europa in den Iran verlegt werden. Bei dieser Verlagerung gibt es erhebliche Schwierigkeiten. Einerseits dadurch, dass die US-Elite immer noch versucht, diese Verlagerung zu verhindern, und andererseits dadurch, dass der iranische Clan unter der Kontrolle des globalen Tiefenstaats immer noch nicht die volle Kontrolle über den Iran hat, wobei die beiden Punkte vermutlich zusammenhängen. Weiter spricht Piakin davon, dass es im Hintergrund aller politischen Geschehnisse in der Welt um so von ihm genannte clanwirtschaftliche Interessen geht. Wir sollten an dieser Stelle die Natur des Konflikts zwischen der US-Elite und dem globalen Tiefenstaat einmal näher beleuchten, weil die Tätigkeit der beiden Seiten in der Außenwelt immer sehr schwer zu unterscheiden war. Tatsächlich sieht es so aus, dass dieser Konflikt nach über anderthalb Jahrzehnten jetzt zu Ende geht, ohne dass er überhaupt wahrgenommen wurde. Wir sollten dennoch verstehen, was eigentlich passiert ist. Man muss sich das globale Machtgefüge so vorstellen, dass es überall nationale Eliten mit ihren wirtschaftlichen Interessen gibt. Auch innerhalb der Länder kann es konkurrierende Eliten mit abweichenden Interessen geben, wie zum Beispiel im Iran, was ja für den globalen Tiefenstaat gemäß Piakin gerade ein großes Problem sein soll, dass ihre Gruppe da nicht die volle Kontrolle hat. Also seine Gruppe. Diese Eliten handeln alle primär eigennützig. Gemeinsam ist all diesen nationalen Eliten nun, dass sie durch ihren wirtschaftlichen Eigennutz von den Menschen abhängig sind, die das globale Finanzsystem und die Zentralbanken dieser Erde kontrollieren, also von der globalen Hochfinanz. Eigentlich gibt es seit den 1780er Jahren also nur eine überstaatliche, verborgene Supermacht in der Welt, die ganze Menschheit über das Geldsystem steuern kann. Dennoch gibt es all die nationalen Eliten, die mit der Hochfinanz kooperieren müssen, wenn sie irgendetwas erreichen wollen. Da alle diese Gruppen eigennützig handeln, gibt es in diesen Kreisen keine echte Loyalität und kein echtes Gewissenhaftes, sondern nur berechnendes machtpolitisches Handeln. Zwischen egoistischen Gruppen ist es nun so, dass sie die Unterstützung stärkerer Gruppen brauchen, um ihre Interessen gegen Konkurrenten durchsetzen zu können. Dadurch funktioniert diese ganze Elitenwelt durch permanente Deals, die die Machtgruppen miteinander abschließen. Da alle egoistisch handeln, sind alle anderen zunächst einmal potenzielle Feinde der egoistischen Interessen der jeweils anderen. Zwischen Egos entscheiden nun allein die Kräfte der jeweiligen Egos darüber, wer wie viele von seinen eigenen Interessen durchsetzen kann und wie viele der eigenen Interessen eine Partei durch Deals opfern muss. Daraus resultiert eine globale Machtstruktur mit der globalen Hochfinanz und ihrem Tiefenstaat an der Spitze. Niemand will es sich mit ihr verscherzen, alle kooperieren sie mit ihr, aber bei niemandem gibt es echte Loyalität. Diese ganze Elitenwelt ist und bleibt stets ein sehr gefährlicher Dschungel für alle seine Player. Solange alle darauf bedacht bleiben, es sich nicht mit der globalen Hochfinanz zu verderben, bleibt dies dadurch nach außen hin ein geschlossener Machtblock, der der globalen Hochfinanz eine fast absolute Macht über unseren Planeten gibt. Durch die beabsichtigte Verlagerung
ihres globalen Steuerungszentrums von den USA nach China kam es nach den Ereignissen vom 11. September 2001 nun zur Abspaltung der US-Elite als der mit Abstand mächtigsten Landeselite dieser Erde, Abspaltung von der Hochfinanz. Diese schaffte nun Verhältnisse, in denen die nationalen Eliten sich plötzlich auf zwei sich gegenseitig bekämpfende stärkste Player ausrichten und deren abweichende Interessen berücksichtigen mussten. Es war also eine Spaltung an der Spitze der globalen Machtstruktur, die sich dann durch die ganze Struktur zog und die Stabilität und Macht der gesamten globalen Machtstruktur selbst von Jahr zu Jahr mehr schwächte, was man an den zunehmenden Orksterben bei Tolkien sehen kann. Dies bedeutete auch, dass es eigentlich nicht möglich ist, eine klare Linie über unseren Globus zu ziehen und zu sagen, die gehören auf die Seite und die gehören auf die andere Seite. Alle Eliten dieser Erde sind, oder mittlerweile muss man ja sagen, waren dem Einfluss beider Seiten ausgeliefert und verhielten sich gemäß deren Kräfteverhältnis. Dabei war der Einfluss der US-Elite im Kontrollbereich der NATO während ihrer Abspaltung stärker als der Einfluss des globalen Tiefenstaats und dessen Einfluss außerhalb des Kontrollbereichs der NATO stärker als der der US-Elite. Grob gesprochen. Dies ist inzwischen Geschichte, weil die US-Elite ihren Alleingang in diesem Jahr beenden muss oder gerade schon beendet hat. Kommen wir zurück zu Valery Piakin. Ihm zufolge ist die Politik eines jeden Staates generell eine ausgehandelte Vereinbarung, also ein Kräfteverhältnis, zwischen den wirtschaftlichen Interessen der stärksten beteiligten Clans, üblicherweise den nationalen Eliten. Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen der US-Elite und dem globalen Tiefenstaat, also den beiden, wenn man so will, stärksten Clans, an denen sich alle anderen nationalen Clans orientieren, war die Politik der Staaten dieser Erde in den letzten gut anderthalb Jahrzehnten also vor allem ein Ausdruck des Kräfteverhältnisses zwischen diesen beiden Seiten, den beiden Big Playern. Jeder Staat versuchte, sich mit den stärksten Playern so gut wie möglich zu stellen. Also war die jeweilige Staatspolitik ein direkter Ausdruck des Kräfteverhältnisses der beiden Seiten in diesem Staat. Beide Big Player brauchen für ein Steuerungsmanöver das Einverständnis der Eliten eines Staates, die sich immer daran orientieren, es sich möglichst mit keinem der beiden Big Player zu verderben. Damit ist die gesamte globale Machtpolitik der letzten gut anderthalb Jahrzehnte mehr als alles andere vor allen Dingen ein hochkomplexes Schachspiel zwischen den beiden stärksten globalen Playern, der US-Elite und dem globalen Tiefenstaat gewesen. Alle anderen Eliten mussten sich an diesen beiden als den stärksten Playern orientieren, da sie immer zumindest die Unterstützung einer der beiden Seiten brauchten und es sich zumeist auch mit der anderen Seite nicht verderben wollten. Das bedeutet, dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen der US-Elite und dem globalen Tiefenstaat letztlich immer auch auf die geringeren beteiligten clanwirtschaftlichen Interessen übertragen haben. Es ist also legitim, die Kräfteverhältnisse zwischen diesen beiden isoliert zu betrachten. Einzelne Politiker sind niemals nach irgendwelchen persönlichen Eigenschaften zu beurteilen, sondern nur danach, welcher der beiden Seiten sie in diesem Schachspiel dienen. Also danach, wer sie kontrolliert, wer sie aus dem Hintergrund heraus kontrolliert. Einen mächtigen Politiker, der nicht von einer der beiden Seiten kontrolliert, gab es in den letzten anderthalb Jahrzehnten auf dieser Erde nicht. Es ist niemals die Persönlichkeit eines Politikers, die politische Manöver durchführt, sondern immer die Kraft, die hinter dem Politiker steht. Wie wir wissen, hat die US-Elite seit der Wahl Trumps das besondere Problem, es mit einem US-Präsidenten zu tun zu haben, der die Weisungen des globalen Tiefenstaats in seinem Machtkampf gegen die US-Elite ausführt. Die Ereignisse im Irak und Iran rund um die Ermordung des Generals Soleimani haben für den globalen Tiefenstaat in seinem Ringen mit der US-Elite nun drei Aufgaben auf einmal gelöst. Erstens,
die Fortsetzung der Etablierung des Irans als Konzentrationszentrum der Steuerung globaler Prozesse. Zweitens, die Stärkung derjenigen lokalen kleinwirtschaftlichen Gruppierungen im Iran, die in ihrer Tätigkeit am meisten der Aufgabe der Etablierung des Irans als Konzentrationszentrum der Steuerung globaler Prozesse entspricht. Und drittens, die Stärkung Trumps in seiner Konfrontation mit der US-Elite, um die Rolle der USA als Weltgendarm zu beenden. Für alle diese drei Punkte musste die lokale kleinwirtschaftliche Gruppe im Iran gestärkt werden, die mit Trump zusammenarbeitet. Das heißt im Endeffekt, die Gruppierung im Iran unter der Kontrolle des globalen Tiefenstaats braucht für sich die volle Kontrolle über den Iran. Und darum geht es dem globalen Tiefenstaat bei alledem vor allen anderen Dingen. Pjakin macht keine Aussagen darüber, wer es im Iran ist, der dem globalen Tiefenstaat solche Schwierigkeiten bereitet, obwohl dies natürlich eine hochspannende Frage ist. Wenn es die kleinwirtschaftliche Gruppe ist, die von der US-Elite unterstützt wird, dürfte der Aufbau des Irans zum Konzentrationszentrum der Steuerung demnächst an Fahrt aufnehmen, weil die US-Elite am Ende ist. Was nun im Zusammenhang mit der Ermordung des Generals Soleimani passiert ist, war ein Werk der US-Elite, wobei der gesamte Nutzen daraus vom globalen Tiefenstaat gezogen wurde. Die US-Elite ist also im großen Stil ausmanövriert und ausgetrickst worden, wie im Vortrag in Wien vermutet. Die US-Elite hat diesen Anschlag durchgeführt, um zu verhindern, dass der Iran zum Konzentrationszentrum der Steuerung gemacht werden kann, indem sie die iranische Gruppierung, die auf dieses Ziel hinarbeitet, durch den Anschlag maximal schwächt. Dies hätte Trumps Position geschwächt und die Position der USA als Weltgendarm gestärkt. Pjakin erläutert, dass die Landeseliten, und das gilt auch für die US-Elite, in einem Konflikt mit dem globalen Tiefenstaat letztlich keine Chance haben, weil dieser immer über vier Joker extra verfügt, die er einsetzen kann, um siegreich zu bleiben. Die einzige Frage ist dabei immer, wie lange der globale Tiefenstaat brauchen wird, um sein Spiel gegen eine Landeselite zu gewinnen, wenn eine davon nicht so funktioniert, wie sie soll. Gegen die abtrünnige US-Elite hat er jetzt schon über anderthalb Jahrzehnte gebraucht und kommt, wie es aussieht, erst jetzt zu seinem Sieg. Die Frage in dieser Sache ist jetzt also, warum hat die US-Elite den General Soleimani getötet und wie kam es dazu, dass der Iran plötzlich partnerschaftliche Beziehungen zu den USA hat, obwohl die US-Elite das nicht will und die Ermordung eines iranischen Generals durch die USA eigentlich einen eher gegenteiligen Effekt auf die Beziehungen zwischen USA und Iran gehabt haben sollte. Zur Veranschaulichung vergleicht Pjakin Soleimani mit Che Guevara. Dieser war in Kuba ein Held der Revolution und wollte tatsächlich gerechte wirtschaftliche Strukturen für die Völker dieser Erde. Da er den Machtplänen des Tiefenstaats damit im Weg stand, beschlossen sie ihn zu ermorden, einen Volkshelden aus ihm zu machen und mit seinem Heldenstatus auch noch Geld zu verdienen. In vergleichbarer Weise handelte General Soleimani ohne die Bereitschaft, sich politisch vor den Karren des globalen Tiefenstaats spannen zu lassen, den Iran zu seinem Konzentrationszentrum der Steuerung zu machen. Er wollte nicht der Wegbereiter eines international mächtigen Iran im Kampf gegen die USA sein. Er wollte nicht, dass der Iran seinen Kampf gegen den IS nutzt, um Macht über die übrige muslimische Welt auszuüben, sondern er wollte einfach nur den IS besiegen und sich aus aller Machtpolitik raushalten. Der globale Tiefenstaat konnte Soleimani also nicht für seine machtpolitischen Ziele instrumentalisieren. Aus diesem Grund wurde Soleimani von diesen zum Tode verurteilt. Dabei hat der globale Tiefenstaat es nun aber geschickt eingefädelt, Soleimani nicht selbst zu ermorden, sondern unbeabsichtigt und unwissentlich von der US-Elite ermorden zu lassen, womit er mehrere Fliegen mit einer Klappe schlug.
Erstens, sie waren Soleimani los, der ihren machtpolitischen Zielen mit dem Iran im Weg stand. Zweitens, sie konnten die US-Elite als rücksichtslose Kriegstreiber hinstellen, die verantwortungslos die Eskalation eines Krieges riskieren. Drittens, sie konnten Trump in eine dominante Verhandlungsposition mit der US-Elite bringen. Trump erklärte sich bereit, die Folgen des Anschlags der US-Elite auf sich zu nehmen, obwohl er damit nichts zu tun hatte, wenn die US-Elite im Gegenzug seine Ziele unterstützt. Die versehentliche Ermordung Soleimanis durch die US-Elite diente also im hohen Maß der Entmachtung der US-Elite. Viertens, sie konnten in der Wirkung der Ermordung Soleimanis diesen General zu dem machen, wogegen er sich zu Lebzeiten gewehrt hatte, nämlich zu einem Symbol für einen mächtigen Iran und den Kampf gegen die Amerikaner. Sie konnten ein Schauspiel inszenieren, in dem die Iraner den Amerikanern die Stirn bieten, in dem Trump den Iranern auch nachgibt und in dem dadurch ihre Gruppierung im Iran gestärkt wird, deren volle Kontrolle über den Iran sie brauchen, um den Iran zum Konzentrationszentrum globaler Steuerung machen zu können. Ohne die volle Kooperation der iranischen Eliten könnte der Iran für den globalen Tiefenstaat nicht die für den Iran vorgesehene Rolle spielen. Um das Schauspiel zu inszenieren, den Amerikanern gehörig die Stirn zu bieten, hat die iranische Führung bei den Amerikanern im Irak angerufen, um ihnen mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt sie einen Raketenangriff auf einen ausgewählten US-Militärstützpunkt machen würde. In dem Bemühen, ihren Fehler aus Versehen General Soleimani ermordet zu haben, wieder gut zu machen, ist die US-Elite darauf eingegangen, hat den Stützpunkt geräumt. Die Iraner konnten diesen durch einen Raketenbeschuss platt machen. Die iranische Bevölkerung war damit zufrieden und die Gefahr eines eskalierenden Krieges gebannt. Die Leute, die Soleimani ermordet haben, machen ihn nun also zum Helden. Die Haupttätigkeit Soleimanis bestand in der Befreiung der muslimischen Welt vom IS, der bekanntermaßen eine Kampftruppe der US-Elite ist. Er hat daher in Syrien und im Irak operiert und hatte eine internationale Bedeutung. So konnte man ihn durch seine Ermordung zu einem Symbol der islamweiten Revolution gegen die USA machen. Die IS-Kämpfer, die in ihrem Kampf gegen Präsident Assad von der Türkei unterstützt wurden, wurden nach ihrer Niederlage in Syrien von der türkischen Regierung teils nach Libyen und teils in den Irak verlegt. Durch die Verlegung von IS-Truppen in den Irak kam es zu anti-amerikanischen Protesten der Schiiten im Irak. Anführer der irakischen Proteste war Abu Mahdi al-Muhandis, die rechte Hand von General Soleimani im Irak. Zur Beendigung der Rolle der USA als Weltgendarm will der globale Tiefenstaat, dass die USA die Truppen aus dem Irak abziehen. Trump hatte dies schon zuvor vergeblich versucht. Die US-Elite will ihre Macht im Nahen Osten jedoch behalten und ihre Aufgabe als Weltgendarm festigen und die IS-Kämpfer sind ja Angestellte der US-Elite letztendlich. Das wissen auch die Schiiten und demonstrierten gegen die Amerikaner, weil der IS in den Irak verlegt wurde. Die US-Elite hat langfristig nicht genug Ressourcen, um gegen Trump und den globalen Tiefenstaat bestehen zu können. Daher müssen sie zumindest um jeden Preis im Irak bleiben, um weiter genug Öl zu kontrollieren. Sie brauchten also eine Deeskalation im Irak, um dort bleiben zu können. Dazu mussten sie die irakischen Streitkräfte zurückhalten, dass sie nicht gegen die IS-Kämpfer in den Krieg ziehen. Als sich die Situation um die amerikanische Botschaft aufgrund der Massendemonstrationen zuspitzte, beschloss die US-Elite, ihre Präsenz im Irak weiter zu verstärken. Dabei durfte man es nicht zu einer Konfrontation mit diesen iranischen Revolutionsgarden kommen lassen, die eine Auseinandersetzung mit dem Iran zur Folge gehabt hätte. So beschloss die US-Elite, das Problem durch die Ermordung al-Muhandis, Soleimanis rechter Hand im Irak, zu lösen.
Ein Anschlag wurde geplant. Der globale Tiefenstaat sorgte nun dafür, dass bei dem Anschlag ohne Wissen der US-Elite auch Soleimani anwesend war. Wie sie das geschafft haben, wird vielleicht ihr Geheimnis bleiben. Jedenfalls stirbt Soleimani bei dem Anschlag und niemand spricht davon, dass der Anschlag al-Muhandis galt, um dessen Kriegstreiberei zu stoppen und die Kriegsgefahr zu bannen. Die US-Elite fiel aus allen Wolken. Wie konnte das passieren? Durch diese internationale Blamage der US-Elite konnte Trump seine Beziehung zu ihr in den USA grundlegend ändern. Er konnte Bedingungen dafür stellen, dass er den Anschlag auf sich nimmt und die Situation für die US-Elite in Ordnung bringt. Und dies war der Wendepunkt, seitdem er die US-Elite zunehmend unter die Kontrolle des globalen Tiefenstaats zurückbringt. In den USA konnte Trump beweisen, dass die US-Elite hinter dem Anschlag stand. Er kann dies nun als Hofrat hinstellen, weil diese Politik hinter dem Rücken und gegen den Willen des US-Präsidenten betrieben wurde. Die US-Elite und ihre Generäle zogen die Köpfe ein und stellten sich mit sauren Mienen hinter Trump. Durch den gegen seinen Willen von US-Truppen durchgeführten Anschlag auf Soleimani hat Trump die US-Elite hinter sich gebracht und ihren über 15-jährigen Alleingang gegenüber dem globalen Tiefenstaat im Wesentlichen quasi beendet. Seit dem Anschlag auf Soleimani steht die US-Elite vor dem Aus oder ist bereits geschlagen. Wie in Wien vermutet, bestätigt sich jetzt also, dass wir jetzt im ersten Quartal 2020 in der Situation sind, die von Gorbachs Tod in Minas Morgul symbolisiert wird. Der Alleingang der US-Elite ist entweder bereits beendet oder steuert jetzt unaufhaltsam auf sein sehr baldiges Ende zu. Der US-Elite gehen die Optionen aus, sich ihre Rolle als Weltgendarm zu bewahren. Gehen wir also noch einmal darauf ein, woran wir den Niedergang der US-Elite werden erkennen können. Erstens, das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump scheitert. Wir können konstatieren, dass dieser Fall in der Folge der Iran-Ereignisse eingetreten ist. Das erste sichere Anzeichen für den Niedergang der US-Elite ist also da. Zweitens, eine Flut von Machenschaften der US-Elite kommt an das Licht der Öffentlichkeit und eventuell wird auch das Ende des globalen Tiefenstaats ausgerufen. Diesen Punkt werden wir sicher genau beobachten und verfolgen können. Drittens, die Millionen Geisterstädte in China, die für die Mitarbeiter der globalen Steuerung von China aus gebaut wurden und seit Jahren leer stehen, werden bewohnt. Ich denke, auch das werden wir mitbekommen, wenn dieser Fall eintritt. Viertens, die USA gehen wirtschaftlich schweren Zeiten entgegen, sobald der globale Tiefenstaat die Unterstützung Trumps im Kampf gegen die US-Elite nicht mehr benötigt, die sie ja jetzt unter Kontrolle hat. Auch das werden wir sicher mitbekommen, wenn es eintritt. Und es wird sich ja auch negativ auf Europa auswirken. Ergänzen können wir nach den Auswirkungen Valery Piakins, dass ein weiterer Hinweis auf das Ende der US-Elite darin bestünde, dass die USA ihre Truppen aus dem Irak und anderen Teilen der Welt abziehen und ihre Rolle als Weltgendarm zunehmend beenden. Und auch das werden wir sicher mitbekommen, wenn es geschieht. Es ging für den globalen Tiefenstaat bei den Ereignissen im Irak und Iran also vor allem darum, die Umformatierung seiner globalen Steuerung voranzutreiben, die USA zu entmachten, um die Steuerung nach China zu verlagern und Europa zu entmachten, um die Steuerung in den Iran zu verlagern. Wie man sieht, mit Erfolg. Das Einzige, was ihnen diesen Sieg verderben wird, ist das Erwachen der Menschheit, das auf ihren Sieg folgen wird. Alles in allem sieht es also danach aus, dass das in Wien vermutete Ende der US-Elite da ist und die weiteren angekündigten Ereignisse in Gang kommen werden, vor allem letztendlich die kollektive Befreiung unseres Denkens und das Ende des globalen Tiefenstaats, von manchen auch als Illuminaten bezeichnet, den mächtigsten Diener der Hochfinanz, die dann ohne diesen mächtigen Diener weitermachen muss.
Denkt also daran, wenn jetzt immer mehr über den tiefen Stahl ans Licht kommt und vielleicht sogar dessen Ende ausgerufen wird, es handelt sich dabei überwiegend um die US-Elite. Während der verwirrende Elitenkrieg beendet ist, wird sich nicht verhindern lassen, dass auch Machenschaften des globalen Tiefenstaats selbst ans Licht kommen und hoffentlich auch nicht so knapp. Solche werden wir unter anderem daran erkennen können, dass auch die angeblichen Guten im Kampf gegen den angeblichen Tiefenstaat in solche Machenschaften verwickelt sind. Wenn wir auf solche Dinge besonders hinweisen, wird dies zunächst die kollektive Befreiung unseres Denkens und in der Folge auch das Ende des globalen Tiefenstaats beschleunigen. Zum ersten Mal in der uns bekannten Menschheitsgeschichte, also zum ersten Mal seit Jahrtausenden, steuern wir heute auf große, positive und nachhaltige Veränderungen zu, auch wenn es wirtschaftlich eine Weile schwierig werden wird. So, das war's für heute wieder mit dem ersten Nachtrag zum Wien-Vortrag. Beim zweiten Nachtrag im nächsten Video wird es um eine sehr spezielle Verdrehung Hollywoods bei der Verfilmung des Herrn der Ringe gehen. Hollywood hat die Verfilmung des Herrn der Ringe wahrscheinlich zur Machterhaltung der US-Elite genutzt und wir werden uns anschauen, wie sie das gemacht haben. Das sind interessante Betrachtungen, auch wenn Ihnen diese Manipulationen letztendlich nichts genützt haben, außer vielleicht Ihren Untergang hinauszuzögern. Hinterlasst unten eure Kommentare und Fragen und denkt immer daran, wir können in der Welt nur erschaffen, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in uns Frieden sein. Klickt auch auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal. Bis dahin.